schnappe mal meine Karre wieder. Die müssen mich ja jetzt nicht unbedingt sehen. Na super. Jetzt habe ich eine Karre am Arsch. Moin. Oh. Was wäre hier gewesen? Naja, dann gehen wir erstmal. Ich treffe dann mal aus der Entfernung. Ich will meine AK wieder, ja. Noch jemand? Spiel nur mit mir. Nein. Scavenger. Scavenger sind Offroad-Fahrzeuge, die ursprünglich von den privaten Sicherheitskräften der Bergbaufirmen nach Rook Island gebracht wurden. Sie sind mit einem leichten MG bewaffnet. Du weißt schon, mit dem Arbeitern fertig zu werden, die in der Kantine mal die letzten Donuts gegessen haben. Ja, das kennt doch jeder von der Arbeit. So. Ja, das sieht ausgeschieden. Schön. Ich würde nämlich gerne looten. Wunderbar. Kann man nicht mal so trinken, wenn das ein Tier vorbeiläuft. Ist zwar kein Wildschwein. Aber. Ja, ist okay. Ah, klasse. Wo bist du? Da ist eine Ziege. Schnauze. Alle verstärken jetzt gut. Ich frage mich, was das ist. Das ist ein Huhn. Oh! Salamander. Oder. Nee. Hä? Lag hier jetzt nicht irgendwo ein? Doch, hier. Rucksack voll. Nee, schon wieder. Hi. Au. Komodo-Varan. Stimmt ja. Ziege, schön. Okay. Oh nein. Okay. Bitte kurz mal warten. Ich will mir ganz kurz was, also erstmal lesen. Tierwelt. Komodowaran. Komodowaran. Der Komodowaran ist ein Raubtier, das alles frisst, vom Vogel bis zum Hirsch. Ein Biss von ihm ist wegen der vielen septischen Krankheitserreger in seinem Speichel sowohl schmerzhaft als auch gefährlich. Im Gegensatz zu den vielen septischen Krankheitserregern speichel meiner Ex-Frau, die leider nur kurzzeitiger Lähmung führen, nicht zum knallenvollen Tod. Ziege. Ziegen gibt es auf Rook Island seit Menschengedenken. Sie werden wegen ihres Fleisches, ihrer Wolle und anderen Dingen gehalten. Für die Insulaner ist Ziegendiebstahl ein ernstes Verbrechen. Ein Ziegendieb wird ausgestoßen. Andere Vergehen an einer Ziege werden jedoch gebilligt, wenn man die Ziege danach wenigstens einmal ausführt. Ach, gönn einem alten Mann doch auch mal einen Spaß. Ah ja, okay. Herstellung. Medizin herstellen. Ich habe keine Medizin. Toll. Habe ich hier irgendwas? Herstellen. Herstellen. Kann ich hier irgendwas herstellen? Da brauche ich eine Tapir. Hundefell habe ich eins. Lohnsbeutel, Schwein. Sonst was mit Ziege. Schwierig, jetzt irgendwas loszulassen. Ach, das. Jetzt geht's. Das reicht. Ich will die Ziege. Ich hoffe, ich kann die noch looten. Ja.
Ein Ziegenfell. Einfacher Pfeilköcher. Ja, komm, dann machen wir den da mal. Busterpfeilköcher. Tapirpelle. Ja, wir sprechen doch mit dem noch. Jetzt. Kein Bock. Ich habe drüben noch einen. Schwein, hi. Läufst du gerade durch mein Bild? Ciao. Da ist ein Tapir. Ein Quatsch, Komodowaran. Noch jemand? Nö. Ich kann auch deinen Kollegen looten. Für Geld mache ich alles. So. Munition. Aber bei den Waran muss man aufpassen. Die beißen sich anscheinend gerne mal fest. Hier gibt es Foto. Schön. Goldkettchen. Ziegen. So. Kann ich irgendwas herstellen? Ich hoffe. Ah, Spritzentasche ist voll. Ha, scheiße. Kann ich ja nicht mal. Ziegenfell. Eins wird benötigt. Blöd. Ja, das ist echt blöd. Das kann ich nicht looten, ne? Okay. Beuterucksack. Lederbrieftasche. Kann ich nicht wieder aufheben? Okay, mach ich nicht. Das ist mir jetzt aber gerade wichtiger, ehrlich gesagt. Ich mach mir. Genau. Hirschfell. Hey, Hirschfell, schön. Mit Hirschen kenne ich mich aus. So, Haben wir jetzt gelootet? Ja, hat er gelootet. Jetzt ist der Beuterucksack mal wieder voll. Okay. Wo? Da. Na, Kleiner. Hä? Doch, er ist tot. Aber, also das Problem ist, genau, der Beuterucksack ist mal wieder voll. Ich merke schon, ich muss den unbedingt vergrößern. Was war das Tapirfell? Ich vergesse das immer. Herstellung, Taschen, Beuterucksack. Okay, das machen wir jetzt zuallererst. Wir gehen jetzt erstmal Tapir sammeln. Ja, lasse ich auch hier erstmal liegen. Okay, das machen wir dann auch später. Wo geht's jetzt zum Tapir? Zum nächsten. Hier. Gut, dann schnappe ich mir mal. Ich steige auf der anderen Seite ein, sonst muss ich da wieder so komisch hin und her arbeiten. Ist die Brücke gerade zerbrochen? Klang irgendwie so. So. Da, da, da. Hier soll es Tapire geben. Ja. Oh. Tapir. Ich brauche ein Tapir. Tapir. Wo steckst du denn? Ich
will doch nur meine Sachen erweitern. Da blinkt irgendwas. Guck mal gleich mal. Oh, hier ist eine Kiste, die ich wahrscheinlich nicht öffnen kann, weil mein Inventar voll ist. Toll. Sehr schön, freue ich mich. Shit, wo gibt's denn einen Tab hier? Ist das ein Tapir oder ist das eine sterbende Kuh? Das ist ein Raubtier. Ne, das will ich nicht. Ich will ein Tapir. Ein Raubtier. Ah. Na, ja, die habe ich jetzt auch keinen Bock. Ich. Mal. Wird hier wohl ein blödes Tapir finden. Tapir, sind die vom Aussterben bedroht? Also ich meine, man kann ja auch nicht aus anderen Tieren eine Art Rucksack herstellen. Ist nur möglich aus dem Tapir, klar. Also ich meine, alle unsere Rucksäcke, auch in der Zivilisation, sage ich jetzt mal, bestehen aus Tapiren. Sind das die Vögel, die so kreischen, oder sind das Tapir? Was liegt da? Oh, liegt ein Dude. Tja, der Arme. Sicher, dass ich hier im Tapir-Gebiet bin? Wo bin ich denn gelandet? Ja, hier sollte es Tapire geben. So in dem Gebiet. Aber. Ah! Schnauze. Blöder Hund. Das ist mein Tapir. Asiatischer Tapir. Tollwütiger Hund. Die Hundepopulation auf der Insel ist fast komplett tollwütig. Man darf sich hier sogar einfach abknallen, sobald sie nur in Sichtweite sind. Wenn ich nur das gleiche für meinen Schwiegereltern erreichen könnte. Ach ja. Asiatischer Tapir. Tapire sind groß, sanftmütige vegetarische Säugetiere, die auf Rook Island recht häufig sind. Sie erinnern mich an die Hippies, die bei uns zu Hause, mit dem Unterschied, dass Tapire mir nicht ständig in meine Begonien machen. Okay, jetzt müssen wir definitiv was ablegen. Aber danach können wir... ablegen. Ja. So, Tapir. Reicht das schon? Wahrscheinlich nicht. Herstellung. Rucksack. Beuterucksack. Natürlich brauche ich zwei. Das da werde ich wahrscheinlich auch nicht aufgeben können, oder? Nö. Da hinten. Ich bezweifle, dass ich den... Raubtier eingeholt kriege. Aber vielleicht kann ich das Vieh looten, wenn das Raubtier seine Arbeit gemacht hat. Ah, scheiße. Da oben. Ich gehe lieber ein bisschen näher. Dann Beuterucksack, wir schmeißen das da weg. Ja. Ich kann so ziemlich alles hier verkaufen anscheinend, aber das Zeug, was ich halt brauche, wäre nice to have. So. Herstellen. Dingo-Fell brauchen wir jetzt. Okay, so, ich muss noch nicht aus. Was ich noch machen wollte, Herstellung wäre so eine Spritzentasche, weil ich kann nur 5 Stück tragen und Medizin ist, glaube ich, das, was ich mehr brauche. Brauchen wir Hundefelle. Wow, ich hatte von den Hund getötet, super. Aber Hunde gibt es ja anscheinend überall. Tapir brauche ich jetzt gerade nicht.
Ein Hund, wo denn? Ich brauche einen Hund. Give me a Hund, please. Okay, das sind keine Hunde. Wir schleichen uns mal an. Vielleicht merken sie uns nicht. Wäre schön. Oh, ja, ich spreche mit dem Doktor. Jetzt lassen wir erstmal hier mein Zeugs. Okay, wir sind ein bisschen voll neben seinem Blick. Oh, warte, machen wir jetzt mal. Ah, Scheiße! Das brennt wie Sau beim Pissen! Warum pick ich auch ohne Gummi? Was? Was? Ich hoffe, dass der mich nicht sieht, bevor die tot sind. Scheiß Rebellen! Wofür kämpfen die überhaupt? Was zum... So. Ja, eh halten. Oh, ein bisschen. Wir können $2000 insgesamt tragen. Finde ich gut. So, hier ist irgendeine Art Schrein. Grünes Blatt. Oh. Von der Opferungsstätte Geld geklaut. Das war auf so einem Level. Hund. Wufi, du gehörst mir. Brauch dein Fell. Ekelhaft. Mhm. In der Tat. So, da. Pflanze. Nochmal Pflanze. Das ist Tapir. Ich brauche noch einen Hund. Tapir. Hier ist noch eine gelbe Pflanze. Nehmen wir auch noch mit. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Ach ja. Anloschen. Ja, nehmen wir auch noch mit. Alles, was wir kriegen können, nehmen wir mir auch mit. Oh, das war dumm. Tötet ihn, ja. Okay, wenn du nicht kommst. Komm ich. Einfach. Wer zuerst schießt, beziehungsweise trifft, hat er Glück gehabt. Beutekiste. Wir brauchen noch ein Hundefell für unsere Spritzentasche. Oh, ja, als ob der hier nicht durchpasst, komm. Ja, wir sprechen. Alter, wir sprechen noch mit dem Doktor jetzt. Okay, geht auch aus der Entfernung. Schön. Ich brauche noch ein Hündchen. Ein Tapir kann man auch mitnehmen. Nehmen wir mit. Was haben wir? Ein Tapirfell mehr. Schön. Wie werfe ich eigentlich Granaten? Das möchte ich mal gerade. Option. Ah ne, warte. Das kann ich nicht finden. Wie werfe ich Granaten? Ah. Ups. So. Gut. Jetzt weiß ich, wie ich Granaten werfe. Als ob der mich nicht sieht. Ich werde dich mehr holen. Glaube ich nicht. Schon besser gezielt. Als weiß ich, wie ich Granaten werfe. Das ist gut zu wissen.
Päckchen Kokain. Oh, nice. Hat sich doch gleich gelohnt. Ja. Oh, klasse. Das ist überraschend schön. Ich hätte auch noch kurz warten können. Jo. Ich glaube, der sagt nichts mehr. Okay. Tiger. Oh, scheiße. Vom Tiger getötet. Ich soll vielleicht mal diese Spritzen testen. Ja, jetzt immer wieder hier. Okay. Gut, tja, da war der Tiger wohl schlauer. Stärker, wie auch immer. Moin, was gibt's denn hier? Munition. Ein Tau füllen kann ich gar nicht. Schön. Granatwerfer. Ist das besser als die AK? Vergleichen. Diese Funktürme online. Ohne die kann ich nicht. Stimmt, diese Funktürme auch noch. Wir können hier mal Zeugs verkaufen. Verkaufen. Schnellverkauf. Ja. Jo, gut. Abgelegeneren Dörfern bestellen. Und glaub mir, die haben genau. Hi! Willst du was von mir? Okay, wahrscheinlich nicht. Stimmt, das kann ich hier nicht verwenden. Okay. Ich habe jetzt alles mal verkauft, haben wir Platz. Das ist. Das finde ich gut, dass man einen Knopf hat, um alles auf einmal zu verkaufen. Wir brauchen noch einmal Hund. Ah, jetzt nimmt das. Wenn ich vom. Im Dorf kann ich die Waffe. Es ist merkwürdig. Gut, das ist wahrscheinlich, dass man nicht die Dorfbewohner abschießt. Warum auch immer das ein Problem sein sollte. Also, ich weiß auch nicht, warum der Tiger so viel eingesteckt hat, aber von mir aus. Ist halt ein Tiger, ne? Das klingt für mich nach Hund oder Dingo. Hund. Haust du ab? Verbinden kann ich mich also immer. Okay. Das andere ist schnell heilen wahrscheinlich. Der Spritzer. Hundefell. Ja, die Spritzen da schon machen wir jetzt. Dann machen wir uns ganz viel Heilungsspritzen. Mitnehmen, was man kriegen kann. Immer so. So, dann. Herstellung. Spritzentasche. Herstellen. Was brauchen wir dafür? Leopardenfell. Medizin. So. Gut. Ich frage mich, ob ich irgendwie mit der Zeit auch noch mehr Gesundheit kriege. Ich vermute mal schon. Was ist denn das? P-Plurt. Stecken. Töte so viele Gegner wie möglich mit den verfügbaren Waffen. Belohnung. Erreiche 175 Punkte und zu einem erreiche. Spieler haben diese Prüfung teilgenommen. Plurt, Teleport. Keine Ahnung, wer das ist. Angreifer-Kill, Verteidiger-Kill. Verstecken. Töte so viele Gegner wie möglich mit den verfügbaren Waffen. Okay. Mein Gott, mein Gott!
droppen keine Waffen. Achievement unlocked. Let the trials begin. Okay. Ja, das ist toll, aber können wir vielleicht mal wann machen, wenn ich Bock dazu habe. Ja, ich spreche mit dem. Mann. Weißt du, als wäre das so super wichtig, dass ich unbedingt mit dem Typ reden muss. Gut, das ist wahrscheinlich Story, vermute ich mal. Es gibt noch eine Nebenstory, das denke ich ist das Ausrufezeichen. Aber jetzt wird hier erstmal alles nacheinander gelootet. So. Wow, kann man gar nicht rein. Okay, cool. Mega. Ich dachte, es geht vielleicht, aber wahrscheinlich nicht. Vögel. Hier ist Zeugs. Und Ziegen. Das jetzt. Keine Munition mehr. Hier wenigstens Munition. Okay. Aber ich habe Kevlar bekommen anscheinend. Also Schutz. Ziegenfell, ja, nehmen wir alles mit.